Liebe Promis, das nächste Tribunal der Loser steht an. Steff, Lisha, Patrick, Emmy, Leon, Jürgen, Mike, Yvonne und Eric. Ihr steht zur Wahl. Die Person mit den meisten Stimmen zieht mit Christine ins Duell. Ist natürlich echt ein blödes Gefühl. Man weiß nicht, ob die Leute ehrlich sind. Wählen sie dich nicht. Ich finde es ganz, ganz, ganz peinlich, als Erste rauszufliegen. Da ich leider auf der Liste stehe, hat man natürlich ein bisschen Eierflattern. Ne? Wo gehen die ganzen Stimmen hin? Euer Tribunal der Loser startet jetzt. Jürgen. Jeder Promi hat eine Stimme. Ja, ich mach's kurz, kurze 15. Und ich nominiere Mike. Er spielt ein falsches Spiel, manipuliert. Na dann. Yvonne. Ich nominiere eine Person. Es ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Die Person ist sehr stark. Sie war immer im Gewinnerteam. Und deswegen nominiere ich leider Emi. Sorry. Emmy. Ich nominiere jemanden aus persönlichen und taktischen Gründen. Mike, ich war absolut geschockt von deiner Runde der Schande. Aber möchte natürlich lieber, dass Christine das Camp verlässt. Und weil du deswegen auch ein starker Gegner für sie sein wirst und sie rauskicken wirst. Ich liebe ihre ehrliche Art. Und Christine, dir würde ich auch noch sagen, solltest du heute zurückkommen, kannst du ja, wie gesagt, noch einiges lernen. Bei mir ist aufgefallen, dass ich bei meiner letzten Nominierung dasselbe Outfit wie du anhatte, ein blaues Set mit einer schwarzen Jacke und Overknees. Und du bei der heutigen Nominierung genau dasselbe irgendwie angezogen hast. Weiße Stiefel meinst du? Und heute ich schwarze Overknees anhabe und du jetzt heute auch. Vielleicht solltest du aufhören, mich nachzuahmen. Aber ich verstehe, dass ich dein Idol bin. Ich finde Emmys Auftritte echt nur noch fremdschämen. Mike. Ich könnte jetzt groß ausholen, große Laudatio, ich mache es relativ einfach und sportlich. Ich möchte mal jemandem eine Chance geben, sich selbst zu beweisen, ohne eine andere Person. Und das bist du, Yvonne. Oh, krass. Einfach freundschaftlich, dass du dich selber mal beweisen kannst im Reality und gehst mal in ein Duell rein und zeigst, wie hart du wirklich bist. So was nennt man 13 Jahre Freundschaft. Das war einfach wirklich eine ganz, ganz krasse Enttäuschung, ja. Yvonne, wusstest du das? Tja, das ist Loyalität, Arsch. Keiner hätte doch gedacht, dass Mike ihr die Stimme gibt. Keiner. Patrick. Ich entscheide mich heute für den lieben Mike. Ja, dann habe ich auch deine Runde der Schande gesehen. Und ich war auch zutiefst schockiert. Und deswegen gebe meinen Strich an dich. Ich fühle mich da wie ein Leitwolf, der angeschossen ist und wo das Rudel nur drauf wartet, sich da in das Fleisch reinzubeißen. Christine. Ja,
ich glaube, auf eine kleine Sache möchte ich nur ganz kurz eingehen, weil mir das einfach zu kindisch und zu lächerlich ist. Und ja, liebe Emmy, ich habe dich vor der Show zusammen mit dem Herrn Trovato gestalkt, um mir genau die Outfits nachzukaufen, um diese hier zu präsentieren. Und du bist ja so sprachbegabt, dann wüsstest du, over knees is over the knees. Über die Knie und nicht unter die Knie. Ich trage Overknees und du Underknees, ja? Und oh mein Gott, wenn du das jetzt meinst, dass ich dich deswegen nachgemacht habe, ja, liebe Emmy, von dir kann ich ganz viel lernen, wenn ich zurückkommen sollte. Dich lachen schon und die Leute jetzt aus. Bitte leise sein, peinlich. Jetzt verkomme ich zu meiner Nominierung. Peinlich. Ich habe aus taktischen, könnte man dem kleinen Mädchen einmal sagen, dass ich zu der Nominierung komme? Ich habe dich ja auch aussprechen lassen. Okay, lasst, jetzt kommt's. Ich entscheide mich für Yvonne. Sie hatte mich auch gewählt. Und ich glaube, jetzt sind wir vielleicht auch quitt. Ich hätte mit der Stimme vorgestern auch nicht unbedingt gerechnet. Und deswegen geht heute meine Stimme an dich. Und würde mich trotzdem freuen, wenn wir uns privat draußen noch einmal weiter kennenlernen würden. Würde es euch auch freuen? Sag nichts dazu. Kindische Scheiße. Och, kannst du das wieder nicht aus dem Kopf bekommen? Träumst du schon wieder nachts über mich? Weißt du, wenigstens sehen meine Schuhe, meine Outfits gut aus im Gegensatz zu deinen. Und deinen Billigklamotten. Ah. Dass man jemanden so attackiert, auf Klamotten reduziert, boah, das ist schon unterste Schublade. Dani. Die werden sich selber danach schämen. Du kannst ruhig laut reden, Mäuschen, ich höre dich. Er hat gesagt, sie wird sich selber danach schämen. Dann habe ich gesagt, wer, ich? Nee, Dani, du das musst dich nicht auch immer schwierig gewesen. Bitte was? Dani, du musst dich nicht angesprochen fühlen. Was ist los mit dir? Weißt du, was mich nervt? Wenn man etwas behauptet, was nicht stimmt, was das nervt mich tierisch. Was denn? Immer angesprochen fühlen. Warum? Nein, warum du dich jetzt angesprochen fühlst. Weil du gesagt hast, Dani, fühl dich nicht immer angesprochen. Weil du hast doch gerade gesagt, rede lauter. Ja, aber Dani ist aber halt ich hab gar nicht, wir haben gar nicht über dich okay, gesprochen. Okay, darf ich kurz? Merci. Okay. Ja, erst habe ich mir überlegt, ich rede echt lange und lass mir irgendwas einfallen. Aber ich sage es kurz und knapp. Ich habe Yvonne gewählt, damit sie dich dezent vor die Haustür schieben kann, liebe Christine. Leon. Ich werde heute wählen Mike. Ich glaube, ich spreche nicht für mich, für alle. Alle waren schockiert mit der Runde der Schande. Mike? Also irgendwie bin ich für ganz viele Leute ein Hardcore-Triggerpunkt. Erik. Bin ich echt gespannt. Also ich habe bis ja, zur letzten Minute so ein bisschen zwischen zwei Personen überlegt und komme leider zu dir, Yvonne. Ey. Wenn ich 20 Jahre versuche, ins TV zu kommen und dann meine erste große TV-Show habe, dann ist das Auftreten, was du jetzt hast, obwohl ich dich wirklich gerne mag und wir uns seit 3 Jahren kennen, ist mir zu wenig. Soll ich jetzt irgendwie Handstand machen? Soll ich hier irgendwie jeden Tag tanzen an der Stange oder was will er? Muss ich jetzt auch eine Krone tragen, so wie du, und mich zum Nappel machen? Yvonne, ganz kurz. Ganz kurz. Ehrlich? Nein, nein, aber ganz kurz. Ist das jetzt dein Ernst? Nein, das ist, willst ist nicht mein Ernst. Willst du mich verarschen, Erik? Yvonne, es ist nicht mein Ernst, aber sag trotzdem. Sag nicht laufend mein Name. Ich weiß, wie ich heiße. Ja, okay, Yvonne, das wollte ich dir ganz kurz nur sagen. Ja? Willst du mich eigentlich verarschen? Und du hast natürlich im Duell jetzt die große Chance, zu kämpfen. Leck und zu mich, mach diesen Strich und nur weil er in jeder Stunde oder in jeder Runde irgendwo poppt oder so mit irgendwelchen Frauen, muss ich es ja nicht machen. Alles falsche Menschen hier. Herzlich willkommen in Reality. Fuck, ey. Steff. Dann werden die Spiele jetzt noch mal neu gemischt. Mhm. Ja, Mike, ich will dich. Ja, für mich bist du kein Mann, du bist ein verlogener Junge, bist du für mich. Ein feiger, verlogener Junge. Wir haben gestern ein Gespräch gehabt, wir wollten alte Dinge klären. Dann sehe ich die Runde der Schande, wo ich sehe, dass du nichts gelernt hast. Jedes Gespräch bei dir geht nur ich, Mike, Mike, Mike. Du bist der Richter. Ich wusste überhaupt nicht, was Steff von mir will.
Weißt du, was ich glaube? Die glaube ich nicht mal mehr die Uhrzeit. Und ich bin froh, wenn ich deinen Namen und deine Stimme nach dieser Show nie wieder hören muss. Deswegen bediene ich dich. Halt es vertraglich fest. Oh. Ist schon übel, ne? Ey, ist unglaublich. Gloria. Ja, ich habe mich für Yvonne entschieden, weil ich von Yvonne einfach nichts weiß. Lisa. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Unloyalität in seinem Leben erfahren hat. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Und ich hoffe, du weißt, wie sehr du sie verletzt hast. Mike, meine Stimme geht an dich. Das gibt mir eigentlich so krass zu denken, dass heute Abend in der Nominierung die kompletten Masken gefallen sind. Christine und Mike, ihr steht heute im Duell. Macht euch bereit. Nimm es dir nicht so zu Herzen. Nimm es dir echt nicht so zu Herzen. Vielleicht hat sie jetzt auf meinen Namen doch eine Bewerbung für ein anderes Format gekriegt. So sehe ich das einfach. Natürlich, man, das sind 13 Jahre Freundschaft. Am Ende des Tages müssen wir auch uns gegenseitig wählen. Sonst wohnen wir hier die nächsten 50 Jahre immer noch alle zusammen. Und damit das hier keine Promi-Ferien-Freizeit wird, gilt jetzt volle Konzentration aufs Duell. Willst du kämpfen oder willst du sie gewinnen lassen? Ich kämpfe. Es spielt absolut keine Rolle, wer heute gewinnt. Es wird unangenehm für die Gruppe werden.